Ich habe keine Nachricht von Data. Ich glaube, er ist tot. Mir tut dieser Narr nicht leid. Meine Sorge ist, dass der Graf entwischt ist. Nicht so ganz. Es gibt einen Ort, an dem er früher oder später auftauchen wird. Die Insel? Ja, er will sie für sich und das Mädchen. Wir geben ihm diese Chance nicht. Das Luftschiff ist gut gelandet. Können wir jetzt endlich von Bord? Da sind Zeichen in den Stein gemeißelt. Was riecht hier so stark? Thymian? Was für ein ungewöhnlicher Ort. Was für eine Luft. Sollte so nicht das Paradies aussehen? Das stimmt. Das hier ist das Paradies und der Baum des Lebens steht im Mittelpunkt. Wenn wir Früchte von dem Baum verzehren, sind wir wie Adam und Eva. Puh, es hat sich ziemlich übel für die zwei entwickelt. Sieh dich doch um. Kann an so einem idyllischen Ort etwas schiefgehen? Du hast recht, Graf. Danke, dass du mich hergebracht hast. Oh, ganz meinerseits. Wohin gehen wir jetzt? Kommt dir etwas bekannt vor? Mit jedem Atemzug erinnere ich mich etwas mehr. Lass uns zu der Plattform gehen, die um den Stamm führt. Sie muss tiefer liegen als diese Stelle. Lass uns gehen. Diese Fackel. Jemand muss sie angezündet haben. Hab keine Angst. Unsere Verfolger können das nicht gewesen sein. Hast du andere Schiffe oder Luftfahrzeuge in der Nähe der Insel gesehen? Kein einziges. Und auch wenn sie herkommen, werden sie es nicht riskieren, bei Nacht zu landen. Warum sollten wir uns darüber Sorgen machen? Wer also glaubst du, ist vor uns hier gewesen? Lange vor uns. Ein harmloser Eingeborener. Wie du sehen kannst, ist er sehr gewissenhaft bei seinen Pflichten. Lebt er hier allein? Warum sollte er alle Fackeln anzünden? Vor langer, langer Zeit, als ein Stamm amerikanischer Ureinwohner hier gelebt hat, war das seine Aufgabe. Ich glaube, er tut es immer noch, um nicht wahnsinnig zu werden. Graf, täusche ich mich oder kommen deine Erinnerungen zurück? Du täuschst dich nicht. Ich fühle mich, als wäre ich nach vielen, vielen Jahren endlich wieder nach Hause gekommen. An diesem Ort verraten mir die Sachen ihre Namen und flüstern mir ihre Geschichte zu. Ich freue mich über diese Veränderung. Worte, Gerüche, Geräusche. Ach, was für ein wunderbares Gefühl. Alles ist so klar, neu und offensichtlich und leicht zu erfassen. Es ist wie eine Erleuchtung. Steckt der Baum dahinter? Ja, aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass ich endlich wieder lebe. Und du, fühlst du es auch? Ich bin von diesem Ort fasziniert. Deine Euphorie ist ansteckend. Siehst du? Ich habe dir gesagt, es ist das Paradies. Ich schätze, das war's. Gut. Diese Vögel sind sehr aggressiv, als würden sie diesen Durchgang bewachen. Das riecht nach einem Hitchcock-Film. Ah!
Die Bimikane sind weggeflogen. Alles in Ordnung. Bist du sicher, dass dies der legendäre Baum des Lebens ist? Eindeutig. Wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt verstehe ich. Dieses große Gefäß. Ja, ja. Fatimas Krug ist nur eine kleine Replik. Was für eine Form. Was für eine Kunstfertigkeit. Weißt du, wer es gebaut hat? Ich glaube, das war ein Handwerker der Zivilisation, die über dieses Territorium vor Tausenden von Jahren geherrscht hat. Stammte er aus Atlantis? Ja. Sieh dir diese Münzen an. Diese Symbole sehen wie Linearschrift A aus, die die Kreter von ihnen übernommen haben. Ich denke über den Jungbrunnen nach, den Ponce de Leon gesucht hat. Ich glaube, dass er früher dort unten war, am Fuß des Baumes. Früher? Eine Quelle sprudelt dort und die Leute aus Atlantis fassen sie mit einer Mauer ein und machten aus ihr einen dekorativen Teich. Aber ich glaube, dass die Legende, dass ein Bad darin einem die Jugend zurückbringen würde, nur eine Metapher war. Ach, zu schade. Es würde in deinem Fall sowieso nichts ausmachen. Die meisten schönen Mythen entpuppen sich als Metapher, als unrealistischer Traum. Es ist eine Metapher, die bedeutet, dass die Quelle wirklich außergewöhnliche Eigenschaften hatte, die aber erst Auswirkungen hatte, wenn man sie eine längere Zeit angewendet hat. Wie in einem Kurort? Ich schätze, dass die Quelle mit der Zeit ausgetrocknet ist. Vielleicht haben die Wurzeln des Baumes das gesamte Wasser der Insel absorbiert. Also hat Ponce de Leon hier die Quelle gar nicht gefunden? Diese Veränderung muss stattgefunden haben, als Atlantis noch immer existiert hat. Dieses Gefäß beweist das. Aber wofür wurde dieses Gefäß eigentlich benutzt? Aus den Blättern Tee zu machen? Nein, ein Trank aus der Frucht. Ich bin nicht sicher, ob der Konquistador verstanden hat, was er entdeckt hat. Er hat die erhabenste Form eines Wundermittels für alle Gebrechen gefunden, die Gott den Menschen beschert hat. Eingeschlossen in die Früchte dieses Baumes. Ein korrekt zubereiteter Trank ist das Elixier des Lebens. Ich bin sprachlos. Danach hast du gesucht. Das ist dein Preis. Das ist meine letzte Rettung. Dann lass uns dich retten. Was müssen wir machen? Wir müssen alle Früchte pflücken. Alle. Auch die unreifen. Dann durch die Öffnungen an der Oberseite in das Gefäß geben. Das Gefäß mit Wasser auffüllen. Ein Bündel Kräuter zugeben, die im Dickicht bei dem Dorf wachsen. Ein Feuer unter dem Gefäß machen und die Dampfzirkulation in dem Gefäß regeln. Dann die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einstellen. Wer soll was machen? Kletterst du gerne auf Bäume? Du hast mich erwischt. Und ich übernehme die Verantwortung, zu überprüfen, ob alles so läuft, wie es sollte. Schön zu sehen, dass du dich besser fühlst. Ich glaube, dass sogar die Luft hier heilend ist. Oder die Hoffnung. Ich schätze, das war's. Gut. Um den Trank zuzubereiten, muss ich ein Feuer unter dem Gefäß anzünden. Da sind Zeichen in den Stein gemeißelt. Die Aufzüge sind hier also auch defekt? Soweit ich mich erinnern kann, wird der Aufzug im Dorf aktiviert. Ich brauche irgendein Werkzeug. Ein frischer Erdrutsch. Da liegt eine Fackel am Boden. Genauso eine wie die, die die... Endlich eine Aufgabe, die einem Archäologen gerecht wird. Hier sind Aufzeichen.
Das kommt gerade recht. Wenn nicht, kann ich es immer noch als Kissen benutzen. Ich habe so eine Ahnung, dass das noch nützlich sein wird. Offensichtlich fehlt hier eine weibliche Hand. Wie soll ich in diesem Durcheinander Dieser Pfad führt zu dem Platz, an dem wir gelandet sind. Die Windmühle betreibt den Aufzug. Das hier muss benutzt werden, um zwischen dem Aufzug und der Maschine zur Wasserversorgung umzuschalten. Damit kann ich die Windrichtung einschätzen. Was für ein Stamm würde so ein einzigartiges Ding bauen? Wie soll das funktionieren? Die Windmühle dreht sich. Diese ganzen Mechanismen sind so alt, aber trotzdem funktionieren sie noch. Der Aufzug funktioniert. Und aufwärts. Die Krone hat die Größe einer Kathedrale. Die Familie der Kürbisse wächst normalerweise am Boden, wo sie die volle Sonne abbekommen. Diese garstigen Vögel haben Geschmack an den Früchten gefunden.
Ihnen fehlt das Sonnenlicht. Die Baumkrone ist zu groß und zu dicht. Ich komme mit meiner Hand nicht ran. Das ist der Geruch eines jahrtausendealten Waldes. Der Duft von Torf, gemischt mit dem Aroma reifer Kürbisse? Ein stabiler Ast. Sieht wie ein toller Schwung aus. Ich komme mit meiner Hand nicht ran. Ich könnte Zirkusartist werden. Die Früchte unterscheiden sich im Gewicht, je nachdem, ob sie reif sind oder nicht. Ich habe die Windmühle zum Laufen gebracht. Gut gemacht. Ich glaube, ich habe alle gepflückt. Jetzt müssen wir sie in das Gefäß füllen. Ich habe es nicht geschafft, die Früchte in das Gefäß zu füllen. Einige gehen nicht rein und andere fallen durch ein Loch im Boden heraus. Ja, es gibt eine Vorrichtung, die dazu dient, dass man sie im richtigen Verhältnis einfüllt. Was für ein Verhältnis? Ich erinnere mich nicht. Ich habe das noch nie selbst gemacht. Nein? Es war also noch jemand anderes hier. Was ist mit dem Mann, der die Fackel angezündet hat? Der Eingeborene. Er lebt in dem Dorf. Finde ich ihn dort? Sicher, wenn er nicht von der Plattform gefallen ist. Er hat sich extrem gut gehalten. Wie kann ich mit ihm kommunizieren? Er spricht unsere Sprache. Zeig ihm die Münze und er wird anfangen, mit dir zu reden. Dieser Mann muss ein Einheimischer sein. Ob ich in der Lage bin, mit ihm zu kommunizieren? Hallo, ich heiße Sylvie. Ich bin mit Graf Saint-Germain angekommen. Verstehen Sie mich? Der Graf meinte, ich solle Ihnen dies hier zeigen. Mitleid würde nicht größer sein, ließen wir keine Armen rein. Und Gnade könnte es nicht größer geben, würden alle so glücklich, wie wir leben. Und gegenseitige Angst bringt Frieden, bis sich die Selbstsüchtigen lieben. Dann stellt Grausamkeit die Falle, verteilt gründlich Köder an alle. Und er trägt die Frucht der List, rot und süß eine jede ist. Der Rabe hat sein Nest gemacht im dunkelsten Schatten untergebracht. Es suchten die Götter der See und der Erde, auf dass dieser Baum gefunden werde.
die Suche kein Ergebnis brachte. Er wächst in des Menschen Verstand sachte. Dieses Gedicht? Nun, ich bin überrascht. Es macht mir Angst. Sarah? Sarah? Mrs. Briggs. Sie hat mir viele Gedichte beigebracht. Das ist mein Lieblingsgedicht. Haben Sie sie gekannt? Ist sie mit Ihnen gekommen? Nein, es sind nur wir beide. Sie erinnern mich an Sie. Ein ehrbares Wesen. Sie wollte meine Seele mit dem Licht ihres Gottes erleuchten. Sie erzählte mir, dass sie wirkliche Schätze bieten könnte. Und was sagte sie zum Baum des Lebens? Sie sagte, das Kreuz wäre der wahre Baum des Lebens. Ich habe die Früchte vom Baum gepflückt. Der Graf möchte, dass ich Saft mache. Ja, es ist an der Zeit. Ich habe Gäste erwartet. Haben Sie darum die Fackeln angezündet? Können Sie mir vielleicht mit dem Saft helfen? Saint Germain weiß, wie es geht. Er erinnert sich nicht. Sich nicht zu erinnern, ist ein Segen. Er ist krank. Er braucht den Trank. Das Verhältnis von reifen zu unreifen Früchten auf der einen Seite sollte dasselbe sein wie das Verhältnis von reifen Früchten zu überreifen auf der anderen Seite. Wie bitte? Warten Sie einen Moment. Das Verhältnis von reifen zu unreifen Früchten auf der einen Seite, dasselbe wie das Verhältnis von reifen Früchten zu überreifen auf der anderen Seite. Und welche Seite ist das genau? Wenn Sie zur Bruderschaft gehören, wissen Sie es. Wenn nicht, wie auch immer, bitte nehmen Sie die Münze zurück. Kann ich auf etwas mehr Hilfe hoffen? Manche Leute sammeln Schätze, andere verprassen sie. Wenn die letzte Münze zurückkehrt, wird der Baum sterben. Ist das eine Art Legende? Mrs. Briggs hat die Psalmen immer so schön gesungen. Ich zünde die Fackeln für sie an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lassen Sie uns schweigen. Es ist besser so. Das Wasser fließt. Zeit, die Kräuter ins Gefäß zu geben. Ich habe es geschafft, die Früchte in das Gefäß zu füllen. Was für ein Treffen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ah ja, das Mädchen. In unseren Kreisen nennt man mich Beta. Sylvie Leroux. Hallo Omega. Erkennst du uns nicht? Ich habe gehört, du hast dein Gedächtnis verloren. Wie bist du dann hierher gekommen? Warum fragst du mich nicht, warum ich immer noch lebe? In der Tat, das ist ein Wunder. Das sind meine Verfolger.
Das hier ist Alpha, vormals bekannt als Albert Richardson, erster Maat der Mary Celeste. Still! Du bringst sie in Gefahr. Nur Mitglieder der Bruderschaft dürfen das wissen. Kommt es jetzt noch darauf an? Planst du sie gehen zu lassen? Ich hatte den Eindruck, dass Alpha sie mag. Was ist hier los? Ihr habt sie zweimal fast umgebracht. Warum darauf herumreiten? Delta ist nicht hier. Es sollte also genug vom Trank für alle da sein. Wo wir gerade von Delta reden. Was ist mit ihm? Egal, er ist nicht hier. Wir sind nur zu viert. Wie kann mir das egal sein? Für euch ist das leicht. Ich war derjenige, der gejagt wurde. Ihr, die ihr für 100 Jahre keinen echten Schmerz gefühlt habt, könnt gar nicht wissen, was es bedeutet, in einem Krankenhausbett zu liegen, zu beten, dass jemand kommt und einen für eine Zeit lang von seinem Leiden abzulenken. Omega und Gebete, das ist etwas Neues. Im Krankenhaus wurde ich neu geboren. Aber es war eine Geburt in ein Leben voller Schmerz. Und der größte Grund für mein Leiden war, dass ich mich selbst nicht kannte. Ich war eine Mischung aus Illusionen, die ohne Sinn waren und niemals rechtzeitig erschienen. Worüber redet er? Über die Nachwirkungen des Unfalls. Ich weiß, wer du bist. Wundermann, der wunderbare Mann. Ein Reisender, Violinvirtuose und Poet. Ein Erfinder und ein Alchemist. Ein Mann, der die geheimen Lehren kennt. Am Ende derjenige, der uns hergebracht hat. Du bist es, Omega. Ich werde deine Erinnerung zurückbringen und du wirst dich hier wieder wie zu Hause fühlen. Miss Leroux kann dir das nicht bieten. Dank ihr bin ich hier. Dann lasst sie uns zu einem Mitglied der Bruderschaft machen. Über was für eine Bruderschaft reden Sie? Die Bruderschaft des Baums des Lebens. Aus den Früchten des Baums bereiten wir einen Trank, der uns unsterblich macht. Unsterblich? Das glauben Sie? Die Bestrafung für den Verrat dieses Geheimnisses ist der Tod. Wir beschützen es zum Segen der Menschheit und wir planen, es im richtigen Moment zu offenbaren. Das stimmt. Wir haben wesentlich länger als normale Menschen gelebt. Sehen Sie mich nicht an. Ich werde Ihnen nicht verraten, wie alt ich bin. Warum verkünden Sie nicht diese Offenbarung? Millionen von Leuten würden losstürzen, um so schnell wie möglich zur Insel zu gelangen. Der Baum würde das nicht überleben. Und bisher haben wir das Geheimnis noch nicht ergründet und sind auf den Baum auf der Insel angewiesen. Der Tote Garten in Venedig. Genau. An dem Ort, an dem wir uns getroffen haben, gab es Versuche, den Baum anzupflanzen. Aber das war vor über 100 Jahren. Ich schätze, die heutige Wissenschaft ist in der Lage, dieses Rätsel zu lösen. Wir haben Tests in den besten wissenschaftlichen Instituten durchführen lassen. Wir können es uns leisten. Das einzige Ergebnis dieses Tests ist ein lausiges Erfrischungsgetränk für Sportler. Also wollen Sie, dass ich in die Bruderschaft eintrete? Auf diese Weise könnten wir diesen dummen Krieg beenden. Einfach so? Was ist mit den ganzen Unschuldigen, die gestorben sind? Das war dieser Psychopath, Delta. Wir konnten ihn nicht kontrollieren. Graf, ergibt das, was Sie sagen, irgendeinen Sinn? Das ist gut möglich. Wir könnten sie Epsilon nennen. Das würde ihr stehen, oder Alpha? Nein. Nein? Dann vielleicht Sigma. Sind Sie gar nicht neugierig, was ich dazu zu sagen habe? Nein, Beta. Als du so tapfer um Omegas Rückkehr gekämpft hast, habe ich mir das Gefäß angesehen. Ich weiß bereits, dass es nur wenig von dem Trank geben wird. Reicht es für 3? Ich bin nicht sicher. Für 2? Ja. Was hast du vor? Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Wir müssen sie einschließen. Das ist die beste Lösung. Lass uns gehen. Die Verschwörer sind beschäftigt. Jetzt habe ich etwas Zeit für meine Flucht. Ich habe mit dem Eingeborenen gesprochen. Hast du etwas Nützliches erfahren? Ich bin mir nicht sicher. Er hat Gedichte rezitiert. Sarah Briggs hat ihm so die Sprache beigebracht. Ich erinnere mich, dass er Blake sehr mochte. Sie muss vor langer Zeit gestorben sein. Milton weiß wahrscheinlich noch nicht, dass sie tot ist. Er wartet vielleicht immer noch auf sie. Milton? So hat sie ihn genannt. Er muss verrückt sein, wenn er glaubt, diese Frau könnte zurückkommen. Das kann schon sein. Kann der Wächter vom Baum des Lebens geistig gesund sein? Wie ist das passiert? Was haben Sie mit uns vor? Ich befürchte das Schlimmste. Wir müssen uns befreien. Das reicht nicht. Wir müssen uns Waffen besorgen, um sie zu bekämpfen. Warum fliegen wir nicht einfach weg?
Ich habe keine Wahl. Aber bist du sicher, dass du nicht hierbleiben willst? Ich weiß es nicht mehr. Diese Bruderschaft. Es besteht keine tiefe menschliche Bindung zwischen euch. Da stimme ich dir zu. Reiner Profit ist in den Vordergrund getreten. Auch wenn diese Morde das Werk eines Abweichlers und Psychopathen waren, der außer Kontrolle geraten ist, fühle ich immer noch eine starke Spannung zwischen euch, die in einer Katastrophe enden wird. Graf, glaubst du, dass unsere Leben in Gefahr sind? Daran besteht kein Zweifel. Sie werden uns töten. Warum? Das ist einfach. Es gibt nicht genug von diesem Trank. Aber das ist grausam. Wenn man über ein so großes Geschenk verfügt, wie kann man dann so tief sinken, diejenigen zu töten, für die nicht genug da ist? Zivilisierte Leute machen so etwas einfach nicht. Sylvie, das ist die Zivilisation. Die neue Zivilisation von Leuten, die immer jung, gesund und unsterblich bleiben. Solche Leute erkennen und schützen nur ein Gut: ihren Zugriff auf das Elixier der Jugend. Man kann sich doch nicht so von seiner Selbstsucht beherrschen lassen. Keine Liebe, keine Freundschaft, keine Aufopferung oder auch keine Bruderschaft, was das angeht. Diese Tugenden haben sich entwickelt, als Menschen sich mit dem Tod auseinandersetzen mussten. Sie fühlten, dass wir alle ein tragisches Schicksal gemeinsam haben und mussten Gefühle zueinander entwickeln, um damit fertig zu werden. Diese Tugenden sind ein erblicher Teil der Seele. Sag mir eins, ist es möglich, auf ewig zu leben? Ist dir danach, mit ein und derselben Person eine Ewigkeit zu verbringen? Wozu? Das liegt jenseits der menschlichen Fähigkeiten. Nur Gott könnte so etwas ertragen. Würde irgendjemand in der Welt der unsterblichen Kinder wollen? In dem Bewusstsein, dass sie eine unbegrenzte Zeit vor sich haben, würden die Leute da nicht nach andauernden Veränderungen suchen? In jedem Fall würden sie sicher gehen, dass sie alles haben, um endlos zu überleben. Und das würde jegliche Solidarität unter ihnen ruinieren. Das glaube ich nicht. Das ist eine grauenhafte Vision. Das ist die Folge des zu großen Leidens, das du aushalten musstest. Aber diese Vision ist wahr geworden. Als die Zivilisation von Atlantis zusammengebrochen ist, wurde die Insel von amerikanischen Ureinwohnern eingenommen. Der Baum trug Jahr um Jahr weniger Früchte, also musste der Stamm den Erntezyklus anpassen. Wegen der begrenzten Ressourcen haben sie entschieden, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben beschlossen, keine Kinder mehr zu bekommen. Sie haben diejenigen rituell ausgeschlossen, für die es nicht genug lebensspendenden Trank gab. Das sind Euphemismen. Ich schätze, dass diese beiden Maßnahmen tatsächlich weitaus brutaler waren. Es ist so traurig, wenn das Ergebnis des ultimativen Menschheitstraums ist. Ein Traum, der wahr wird, hat einen bitteren Beigeschmack. Wenn du nur nicht an die Kraft des Tranks geglaubt hättest. Es gibt keinen Platz für Glauben. Jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man ein oder 200 Jahre gelebt hat. Glaubst du wirklich, dass Alpha ein Offizier auf der Mary Celeste war? Wir waren alle dort. Ich war es, der Briggs von dieser Unternehmung überzeugt hat. Er hat auch daran geglaubt? An die Unsterblichkeit? Wahrscheinlich. Es waren tiefgläubige Leute. Darüber hinaus fühlte Sarah eine Berufung zur missionarischen Arbeit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die Worte der Psalme, die sie sang, wunderschön durch die Luft trieben. Ich nehme an, sie ist gescheitert. Es war ihr Schicksal zu versagen. Sie ertrank zusammen mit ihrer Tochter beim Versuch, die Insel zu verlassen. Das ist so deprimierend. Was war das? Wahrscheinlich ein verwundetes Tier. Und diese Frau? War sie auch dort? Beta? Natürlich. Sie haben sich von Anfang an daran erinnert? Sylvie, ich bin kein Schauspieler. Sogar jetzt herrscht noch Durcheinander in meinem Kopf. Er hat mir erzählt, dass ich wüsste, was er meint, wenn ich ein Mitglied der Bruderschaft wäre. Soll ich ihn wirklich ernst nehmen? Werden Sie uns helfen? Ob er dich hört? Milton. Milton, hören Sie mir zu. Ja. Lassen Sie uns gehen. Wir haben dieses Schicksal nicht verdient. Hat das irgendjemand? Sie wollen uns umbringen. Graf, ist sie tot? Sie ist schon vor langer Zeit gestorben. Du hast das vor mir verheimlicht. Du hast das vor dir selbst verheimlicht. Das nennt man Wahnsinn. Alle Arten des Wahnsinns enden eines Tages. Es hat über 100 Jahre gedauert. Es ist ermutigend, dass es vorbei ist. Milton, was hat dich aufgeweckt? Deine Gesellschaft, Graf. Wirst du uns befreien?
Ich habe tatsächlich alles mitbekommen. Als ob ich träumen würde und jeden Moment aufwachen könnte. Dieses ganze Anzünden und Löschen der Fackeln jeden Tag. Bitte retten Sie uns. Sie retten? Ja, wir müssen fliehen. Es gibt kein Entkommen von hier. Aber du kannst diesen Ort auch verlassen. Der Baum hat sich in uns allen verwurzelt. Sogar in euch. Nur Sarah war frei von ihm. Was wollen Sie haben, wenn Sie uns befreien? Und Sie? Können Sie mich befreien? Er muss immer noch verrückt sein. Nehmen Sie unser Luftschiff. Er kann es sich jetzt schon nehmen. Aber wozu? Ich habe nur diese Goldmünzen mit dem Emblem vom Baum. Manche Leute sammeln Schätze. Andere verprassen sie. Wenn die letzte Münze zurückkehrt, wird der Baum sterben. Milton, wollen Sie sie? Werden Sie uns dann gehen lassen? Jeder soll frei sein. Vier. Es sind alle hier. Der Zyklus neigt sich dem Ende. Was für ein schönes Wort. Das Ende. Milton! Befrei uns! Ja, die Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Lassen Sie uns gehen. Lassen Sie uns aus dem Gefängnis. Bitte. Es ist offen. Wir sind frei. Oh, Gott sei Dank. Lass uns nach Hause gehen. Wo ist zu Hause? Du willst diesen Ort nicht verlassen? Ich habe zuvor nicht erkannt, dass diese Reise bedeutet, nach Hause zu kommen. Gut. Ich werde dich nicht ihrer Gnade überlassen. Da bin ich froh. Versuch, die Pistole vom Luftschiff zu holen. Ich werde mich mit dem Gefäß in die Nähe der Plattform begeben. Das Risiko nehme ich auf mich. Graf, nimm sie. Ich kann nicht damit umgehen. Es ist Zeit, sich um sie zu kümmern. Was sollen wir mit ihnen machen? Lass uns zuerst einen zeremoniellen Schluck vom Trank nehmen. Und dann? Sie müssen uns verraten, wer sonst noch davon weiß. Und? Wie üblich entledigen wir uns der Bedrohung. Delta ist nicht hier. Wirst du es selbst erledigen? Nein, das widert mich an. Wir werden jemanden bezahlen. Wir reden über Omega und das Mädchen. Irgendwelche Vorschläge? Lass uns einfach alles trinken. Sie stellen kein Problem dar. Der Graf ist von den Toten auferstanden. Glaubst du nicht, dass er nächstes Jahr vor uns hier sein wird? Vielleicht. Aber danach könnten wir wieder schneller sein. Ich glaube, ich kenne ihn besser. Also willst du ihn umbringen? Nicht, dass ich das wollte. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Aber das ist keine Lösung. Irgendwann in der Zukunft wird dieses Problem wieder auftauchen. Und dann muss einer von uns beseitigt werden. Wir machen uns darum Sorgen, wenn es soweit ist. Vielleicht haben die Wissenschaftler bis... Ihr könnt gleich anfangen, euch Sorgen zu machen. Weg von dem Gefäß! Mach keine Dummheiten! Ich habe dir gesagt, er würde nicht aufgeben. Deswegen ist er ja so bezaubernd. Was sollen wir machen? Ich glaube, wir sollten nur die richtigen Zutaten nehmen. Ist dein Gedächtnis zurückgekommen? Es geht mir gut. Du bist so selbstsicher, weil du dich an die richtige Einstellung der Ringe erinnerst, oder? Genau. Mach weiter. Nein. Dann auf Wiedersehen.
Du wirst nicht die einzige Person töten, die weiß, wie der Trank hergestellt wird. Die einzige? Und du, Beta? Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich werde den Trank mit dir teilen. Wirst du sie erschießen? Omega, ich erinnere mich. Wie muss ich die Ringe am Gefäß einstellen? Sieh dir die Steine an. Und dann? Es sind Zeichen darauf, genau wie auf den Ringen. Und? Du musst sie nur einstellen. Genug. Rede, Alpha. Du musst mir garantieren, dass keiner von ihnen etwas vom Trank abbekommt. Soll ich schwören? Erschieß sie einfach. Eher würde ich dich erschießen. Das traust du dich nicht. Du steckst hinter den Morden. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Genug. Ich werde nicht mit dir feilschen. Das bezweifle ich. Das Mädchen wird die richtigen Symbole erraten. In sowas ist sie großartig. Ich befürchte, der lebensspendende Trank wird verschwendet. Ich werde ihn mit ihr trinken. In 0, nichts. Oder, Sylvie? Ja, ich werde es für dich schaffen, Graf. Ich brauche dafür etwas Zeit. Natürlich bin ich sicher. Du findest die Lösung. Hast du nicht schon lange genug gewartet, Omega? Das führt zu nichts. Aber wir haben doch so viel Spaß. Und die Nacht ist so schön. Ich beschwere mich nicht. Wieder vereint. Nach so vielen Jahren. Lasst uns feiern. Lade dich nicht selbst auf eine Party von jemandem anderen ein. Du bist nicht eingeladen. Sie wird es schaffen. In dem Fall wirst du auch nicht mit am Tisch sitzen. Zu schade. Ich werde nicht nach ihnen schnappen. Soll ich es ihr vorhalten, dass sie ihr Bestes gibt? Also wirst du still daneben stehen, während dein Haar grau wird. Ich will nicht nur von Feinden umgeben sein. Das war dir doch früher egal. Du hast niemanden verschont. Wenn ich meine Taten mit deinen vergleiche, kann ich immer noch den Schlaf der Gerechten schlafen. Nebenbei. Worum streiten wir uns überhaupt? Wenn die Eingeborenen nicht gewesen wären. Warum reitest du darauf herum? Wenn sie nicht den Anker der Mary Celeste bei Ebbe gekappt hätten. Sie haben uns abgeschnitten und angegriffen. Narren. Sie konnten nicht begreifen, dass sie keine Chance hatten. Aber sie haben begriffen, dass wir zu viele waren. Wir haben diese Regel von ihnen übernommen. Die Regel der Eliminierung? Ja. Wir haben das übernommen, was das Beste für sie zu sein schien. Was über Hunderte oder Tausende von Jahren getestet worden ist. Es gibt auch ähnliche Zeichen auf den Ringen am Gefäß. Und es ward Licht. Was hat der Graf gesagt? Nachdem die Früchte drin sind, füge ein Bündel Kräuter hinzu, die im Dorf wachsen. Dann stelle den Dampfstrom im Gefäß ein und justiere am Ende die Verhältnisse der Saftzutaten mit den drehbaren Ringen. Und es ward Licht. Ich bin fast fertig. Da bin ich froh. Ich finde diese Konversation ermüdend. Stimmt. Es ist schwer zu ertragen. Wofür diese Gewissenserforschung? Wir wollen nur die Zeit totschlagen. Alpha hat überhaupt kein Gewissen. Und dein Gewissen schläft, solange alles gut geht. Mir war nicht klar, dass es so enden würde, als ich Martha ihren Mann weggenommen habe. Niemand hat dich gebeten zu beichten. Aber die Frau des Kapitäns und sein Kind kaltblütig zu ermorden. Das war ein Unfall. Das Rettungsboot kenterte, als sie um die Insel gesegelt sind. Aber du warst es, der den Kapitän aufhielt, als er sich mit ihnen treffen wollte. Er wollte mit ihnen weglaufen. Was hätte ich machen sollen? Man hat gesehen, dass sie Probleme hatten. Sie hatten Pech. Die Strömung hat das Rettungsboot auf einen Felsen geworfen. Das Stück der Planke, das er später gefunden hat, war wie eine Reliquie für ihn.
Jetzt funktioniert es prächtig. Nur noch ein bisschen. Ich warte geduldig. Das führt zu nichts. Du musst ein Geschäft machen. Nicht mit dir. Ich bin nah dran. Ich kann es fühlen. Wir können es zusammentun. Bleib da und beweg dich nicht. Ich möchte wirklich nur helfen. Du möchtest dir selbst helfen. Du vertraust mir nicht. Schade. Früher war das anders. Erinnere mich nicht daran. Aber ich bereue es nicht. Ich habe immer nach einem Weg gesucht, wie ich bei dir sein konnte. Du hast immer nach dem stärksten Mann in der Gruppe gesucht. Das bist du, Omega. Oder etwa nicht? Das reicht nicht. Was braucht man noch, um zusammen zu sein? Viel mehr. Muss man ein treues Weib sein, unter dem Bann seines Mannes? Ärgere mich nicht. Und wenn der Mann eine andere findet, es still ertragen? Andere Männer um Hilfe bitten? Still! Und dann sterben, ohne jemandem Probleme zu bereiten? Genug davon! Ich bringe dich um, wenn du auch nur ein Wort sagst. Tu es. Tu es! Du schämst dich wegen des Mädchens. Das wird sich nicht ändern. Hast du mal daran gedacht? Genug damit, unsere Seele in Stücke zu reißen. Also willst du alleine bleiben? Das wirst du. Ich bin die Einzige, die dich verstehen kann. Sie ist zu ehrbar, zu anständig, zu einfach. Wenn sie alles herausfindet, wird sie dich verachten. Du wirst immer eine Grimasse des Ekels auf ihrem Gesicht sehen, obwohl ich glaube, dass sie versuchen wird, sie zu verbergen. Am Ende wird sie dich verlassen. Nur an meiner Seite wirst du dich nicht erklären müssen, weil es nicht erklärt werden kann. Und ich weiß das. Etwas stimmt nicht mit dem Fluss der Kräuterbrühe durch das Gefäß. Ich habe die Ringe eingestellt. Fertig. Es ist also getan. Wie viele Portionen? Nur zwei. Teile es auf, Graf. Ich kann nicht. Es müssen zwei exakt gleiche Portionen sein. Nicht einmal dein Gewicht spielt eine Rolle. Was hast du vor? Das ist einfache Arithmetik. Zwei Portionen, vier Leute. Also? Ziehe zwei von vier ab. Das musst du nicht tun. Sylvie, er will uns töten. Sie sind verrückt. Nicht ich. Ich habe keine Wahl und ihr wisst das. Was? Ich verstehe das nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist das Gesetz der Insel. Die, die nichts vom Trank kriegen, sterben. Das macht keinen Sinn. Das ist das Gesetz der Bruderschaft. Das Gesetz ewigen Lebens. Warum? Weil sie eine tödliche Bedrohung darstellen. Du hast es gesehen. Aber du bist kein Mann, der Wehrlose umbringt. Sie sind nicht wehrlos. Das kannst du nicht machen. Kein Gesetz hat damit etwas zu tun. Dieses Gesetz gilt für jeden, der das Geheimnis kennt. Auch für dich. Was bedeutet das? Dass du auch eine Bedrohung bist. Ich habe dir gesagt, sie würde es nicht verstehen. Komm her zu mir, Peter. Seien Sie tapfer. Was passiert hier? Sie sind raus. Lass uns gehen. Nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann nichts dagegen machen. Und das alles wegen eines Kruges Saft? Sie müssen sowieso früher oder später sterben.